Habt ihr mir was zu sagen? So. Spielt. Let's play. Jetzt tragt es aus, wie es sich für Ritter geziemt. Mit einem geistigen Kräftemessen. Ein Brettspiel? Ich weiß nicht. Ihr habt bloß Angst, ich könnte gewinnen. Fangen wir an. Beginnen wir mit einem vorsichtigen Zug. Vorsichtigkeit ist immer nicht schlecht. Ein Feldherr, der dem Zorn nachgibt, führt seine Truppen in den Tod. Genau richtig, Ellie. Zuerst konzentriere ich mich auf die Verteidigung. Schauen wir mal, was Alonso macht. Gut gespielt. Eine klassische Eröffnung. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen schnellen Angriff. Ich denke, ein langsam vorrückendes Heer ist besser als ein überhasteter Angriff. Aber man kann keine Feldschlacht gewinnen, wenn man sich eingräbt, Ellie. Und hier schreite ich zum Sieg. Oh nein. Hey, die Figur hat das Ende des Spielbretts erreicht. Welch eine Krönung. Ich habe einen König. Wie nennt ihr das hier? Eine Dame. König? Und danke für den Lurk, Chris. In Spanien ist es die Königin. Und sie ist mächtig. Der Wiss lockt hier mal wieder rein. Nun gut, also eine Königin. Jetzt kann ich das ganze Brett mit ihr leerfegen. Nicht so hastig. Die höchste Kunst des Krieges ist, den Feind ohne Kampf zu brechen. Hört ihr nicht auf uns? Unsinn. Ich muss diesen Vorteil nutzen. Ich habe eine Königin an meiner Seite. Jetzt machen wir Randale. Sag ich doch. Wer als erster die Dame hat, hat das Spiel so gut wie gewonnen. Ich könnte bis zum letzten Stein kämpfen. Aber ein guter Feldherr blickt voraus. Und die Lage ist aussichtslos. Ich strecke die Waffen. Oh, ihr habt Schluss gemacht, bevor es richtig losging. Selbst ein Dichter könnte daraus kein Heldenlied machen. Hier geht es um Strategie, nicht um Schaustellerei. Und es scheint, dass Miss Aljena eine wertvolle strategische Beraterin ist. Das ist ein guter Anfang. Aber ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Ihr seid immer so kritisch. Er ist der Taktiker. Ich muss lernen, seinem Instinkt und seiner Erfahrung zu vertrauen und dass sie ihn zu den richtigen Entscheidungen lenken. Ihr seid eine bemerkenswerte Diplomatin. Und Geschäftsfrau, wie ich höre. Naja. Ihr ergänzt einander in der Art und Weise, wie ihr denkt. Das könnte man so sagen. Wenn ihr klug genug seid, mein Freund, den Instinkten dieser Dame zu vertrauen, werdet ihr beide wohl wirklich den Grafentitel zurückgewinnen können. Glaubt ihr, wir schaffen das? Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Das könnt ihr. Natürlich, wir sind Waffenbrüder. Gut. Morgen steht eine wichtige Schlacht bevor. Ich werde euch das Geld bringen. Dann gebt es mal Samus. Vieriges, ein französisches Brettspiel. Richard und ich haben es früher gern gespielt. Selbst wenn er hungrig wäre, würde er es nicht zugeben. Aha. Na dann. Hier. Die Geschäfte gehen wohl schlecht, wenn das alles ist, was du hast. Du bist nicht der Einzige, der meine Unterstützung braucht. Aber was ist wichtiger als der Eid, den wir Vater geschworen haben? Kingsbridge. Alles. Die Menschen, die uns aufgenommen haben. Wenn ich im Kampf sterbe, dann weißt du warum. Wegen deines verdammten Stolzes. Musst du wirklich kämpfen? Wofür soll das alles gut sein?
Für Vater, Ellie. Ich will Shiring vor Percy Hamley retten. Und wer wird dich retten? Mit Männern wie diesen bin ich wohl nicht mehr zu retten. Auf den Sieg! Auf den Sieg! Auf den Sieg! Ich sehe schon. Viel Glück euch allen. Ich werde wieder zum Markt gehen, um Philipp Gesellschaft zu leisten. Und um mehr Geld zu verdienen, hoffe ich. Okay. Na dann. Zurück zum Markt. Der undankbare Bruder. Was soll's? Habt ihr eure Geschäfte abgeschlossen? Alles erledigt. Freut mich zu hören. Philipp, mir ist jetzt klar, warum unser Markt in Kingsbridge in letzter Zeit mehr Besucher hatte. Shiring ist nicht das, was es mal war. Hohe Steuern und strenge Gesetze fordern ihren Tribut. Ach so. Diese Händler würden alles tun, um ihre Geschäfte auf einem anderen Wollmarkt zu tätigen. Da erzählst du es rum gibt und keinen. Sie brauchen einen Ort mit gerechten Steuern und wo man das Geld zu guten Zwecken verwendet. Denkt ihr an einen Wollmarkt in Kingsbridge? Ruf den Mönch rein und die Frau, die bei ihm ist. Du, ungeduldiger Mönch. Du bist dran, das Mädchen auch. Ich? Wolltet ihr, dass ich mitkomme? Nein. Wir sind aber nicht die Ersten in der Reihe. Dann habt ihr Glück. Rein mit euch, ihr beiden. Okay. Philipp von Gwyneth, Prior von Kingsbridge. Das ist doch der Drecksack. Der Graf von Shiring. Oder? Danke, dass ihr mich anhört, Graf Percy. Darf ich euch eine Freundin vorstellen? Aljena von Kingsbridge. Wir sind alte Bekannte. Sag dich doch, was der Dreck sagt. No, das klingt nicht, als hättest du mich vermisst. Ich verlange, den Grafen von Shiring zu sprechen. Er hat sein Wort gebrochen. Ihr sprecht mit dem Grafen von Shiring. Bischof Walleran. Die Feinde nicht er dieser Grafschaft auch noch. Haben Percy Hamley aus unserer Mitte gerissen. Mutter. Ach du Scheiße. Jetzt ist er an der Macht. Betrachtet ihr euch als Freund der Grafschaft von Shiring, Philipp? Freund? Wohl kaum. Dieser verdammte Mönch trinkt das Blut meiner Grafschaft. Es steht uns nicht an, sie zu verdammen, Lord William. Aber wohl über sie zu urteilen. Ich hab nicht so viel übrig für Diebe wie mein Vater. Shiring wird sich ändern. Ach, welche Verbrechen haben wir denn begangen? Der König hat nie einen Markt in Kingsbridge genehmigt. Euer Markt ist illegal, Philipp. Ihr stehlt meine Steuern, indem ihr meinen Untertanen erlaubt, in eurer schäbigen Priorei Handel zu treiben. Und ihr missachtet meine Autorität. Ist das wahr, Philipp? Ich werde mit dem König darüber reden. Ihr, eure Freunde und euer Bruder habt immer nach euren eigenen Regeln gespielt. Diese Zeiten sind vorbei. Francis? Wo ist mein Bruder? Der hat bekommen, was er verdient. Wo ist er? Sagt es mir! Bruch um Bruch. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Die Tage der Kathedrale von Kingsbridge sind gezählt. Jetzt geht. Das nächste Mal werde ich keine Gnade zeigen. Die Säulen der Erde, Verdin, Münze, Kapitel 11.
Der neue Graf. Was du getan hast. Ja, was haben wir denn getan? Aena hat den Handelskonflikt mit einem Kompromiss gelöst. Aena hat sich als hervorragende Händlerin bewiesen. Aena hat Philipp mehr Geld als Richard gegeben. Ja, gut, das war nötig. Aena und Richard waren ein gutes Team. Naja. Aena hat das Brettspiel nicht an ihren Besitzer. Oha, ja, stimmt ja. Mist, da haben wir was. Da habe ich was vergessen. Und den Schmied haben wir auch vergessen. Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht Ausmaß annehmen. Aena hat Philipp getroffen, geholfen, seine Arbeiter früher zu entlohnen. Aber Lauren und William, der neue Graf, haben Philipps Markt für illegal erklärt. Einst hast du nicht gelogen. Nun hat Valorin Francis verschwinden lassen. Okay. Akzeptieren wir unser Schicksal. Wohl oder übel. Okay, Zug nach Kingsbridge, würde ich sagen, hatte oder? Angenommen, solange der Markt innerhalb der Mauern der Priorei abgehalten würde und die Abgaben den Bau der Kathedrale unterstützten, würde Kingsbridge keine Marktlizenz benötigen. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Ich hatte keine andere Wahl, als König Stefan um Hilfe zu ersuchen. Auf Alienas Anraten schloss ich mich den Rittern auf ihrem Weg nach Norden an, nach Lincoln. Das klingt nach einem guten Plan. Monksfield, auch gut. Immer mehr Menschen schlossen sich uns an. Die meisten von ihnen waren zu Fuß unterwegs und schlecht bewaffnet. Da sich König Stefan auf die Entscheidungsschlacht mit Robert von Gloucester vorbereitete, hatte er alle waffenfähigen Männer seiner Grafschaften nach Norden befohlen. Gegen Abend erreichte unsere Gruppe ein großes Lager von Stefans Leuten. Aha. Geh schlafen, geh durch das Lager. Viele Männer baten mich, mit ihnen zu beten. Es waren Ehemänner, Väter und Kinder, die in einem Krieg kämpfen sollten, den die meisten von ihnen nicht verstanden. Da hörte ich Alienas Bruder Richard einen Mann anschreien. Der Mann weinte und sagte, er wolle nicht kämpfen und bettelte darum, nach Hause gehen zu dürfen. Okay. Ich bat Richard, Gnade walten zu lassen. Voller Zorn schrie er, dass er Fahnenflüchtige nötigenfalls selbst hängen würde. Dann unterbrach der Mann uns, indem er Beleidigungen gegen Robert von Gloucester ausstieß und zu lachen anfing. Richard und seine Ritter stimmten ein und ließen den König hochnehmen. Richard schien mir genauso verzweifelt zu sein wie der junge Mann, nur ohne es zu wissen. Sein Jähzorn und seine Unsicherheit würden ihn nicht zu einem gerechten Grafen machen, dachte ich. Aber wieder hoffte ich, einen grausamen Mann seinen Kampf gewinnen zu sehen, um einen Mann zu schlagen, der noch grausamer war als er, William Hamley. Okay, dann gehen wir schlafen. Nach einem langen ersten Tag auf meinem Weg nach Lincoln fand ich einen Platz zum Schlafen. Ich schlief bald ein und träumte von Soldaten. Aber diese Soldaten waren nicht auf dem Weg nach Lincoln. Sie waren den gewundenen Hügelpfad hochgekommen, der zu unserem kleinen Weiler in North Wales führte. Mein Bruder Francis und ich hatten versucht, vorauszulaufen und unsere Eltern zu warnen. Aber wie immer, wenn ich diesen Traum hatte, kamen wir zu spät. König Heinrichs Männer hatten Mutter und Vater getötet. Abt Peter kam und nahm uns auf, genauso wie es vor langer Zeit geschehen war. Doch diesmal war in meinem Traum etwas anders. Ich war damals 6 Jahre alt. Abt Peter hatte uns noch nicht über Gott belehrt. Und doch stellte ich dem Mönch die Frage, warum hat Gott das getan? Und dann hörte ich eine Stimme, die die Frage beantwortete. Und auf dem Boden lag mein Bruder Francis.
Es war Bischof Walleran, der geantwortet hatte, und er nahm meine zitternde Hand, um mich zu beruhigen. Dann merkte ich, dass seine Hände voller Blut waren. Ich schreckte aus dem Schlaf auf. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl, was Francis betraf. Ich sagte mir, ich hätte seiner Bitte nie nachkommen sollen, zu Bischof Walleran zu gehen. Jetzt hatte ich seit langem nichts mehr von Francis gehört. Und nach Wallerans Bemerkung am Tag zuvor war ich mir nun sicher, dass der Bischof bei seinem Verschwinden die Hand im Spiel hatte. Und dass ich meinen Bruder niemals wiedersehen würde. So weiter, nach Westmoor und nach Kingsbury. Über Kingsbury, ja. Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, ging die Sonne auf und wir setzten unseren Weg nach Lincoln fort. Unterwegs kam mir in den Sinn, was ich gehört hatte. Bischof Walleran war nach Rom gereist. William hatte im Heiligen Land gekämpft. Ich hoffte, König Stefan würde diese Männer trotzdem als das sehen, was sie wirklich waren. Er musste es. Und ich versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass Gott alles zum Guten wenden würde. Währenddessen. Du kommst spät. Ist es erledigt? Ja, Herr Bischof. Ach du Scheiße. Der Baumeister ist tot. Was ist mit Wieso? Dem Heiligen? Ich konnte nicht unbemerkt in die Krypta gelangen. Wieso er? Du enttäuscht mich erneut, Timothy. Wann habe ich euch je enttäuscht, ehrwürdiger Herr? Regan Hamley lebt. Hat sie... Na, er hat sie umgebracht. Dein Gift hat sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich unseren Grafen von Shiring nach Kingsbridge schicken, um das zu vollenden, was du nicht geschafft hast. Kingsbridge wird fallen. Auf keinen Fall. Kapitel 12. Das große Tier. Link vor der Schlacht. Wir wollten einen Krieg verhindern. Und steht da kurz bevor. Beeilt euch, mein Freund! Oder wollt ihr unseren König jetzt doch nicht sehen? Ich fürchte, ich muss. Dann lasst uns keine Zeit mehr vergeuden. Kommt, Philipp. Ich muss König Stefan um eine Marktlizenz bitten. Ich muss einfach. Okay. Ein dritter. Besser nicht zu nah rangehen. Na dann. Wo finden wir König Stefan? Wer fragt? Richard von Kingsbridge. Ich hab von euch gehört. Nur Gutes, hoffe ich. Vielleicht. Ihr könnt direkt in die Kathedrale rein. Wo sind die ganzen Ritter und Soldaten? Ich sollte vorgehen. Aber dies ist ein Haus Gottes. Da ist er doch. Zwei Tage. Der König. Wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, würden Sie sich ergeben. Ich wäre enttäuscht, wenn Mathilde so einfach aufgeben würde. Mathilde? Mein König! Ihr habt mein Schwert! Gut! Wer ist das? Richard von Kingsbridge. Ach, der. Was ist jetzt mit diesen Bogenschützen da draußen? Ach, Sir Richard, ihr habt es geschafft!
musst du mich um einen Mönch kümmern. Ihr besucht besser die Gegenseite, Vater. Sie sollten beten, denn wir werden ihnen die Köpfe abschlagen. Ja. Hört, hört. Da predigt einer. William und seine Männer. Oh je. Oh Gott. Ich erspare mir seine Bosheit und Tücke. Das ist wahrscheinlich richtig so. Auf zu König Stefan. Der Stefanste. Es gibt keine Alternative. Ich muss selbst rausgehen und sehen, was da los ist. Mein König, Ranulfs Bogenschützen warten nur auf euch. Sie wissen, dass sie meiner Gnade ausgeliefert sind, sobald ich mit dem Bastard Robert und Ranulf, dem Verräter, fertig bin. Ich bezweifle, dass sie auf mich schießen würden. Stefan, sei vernünftig. Henry, die Kirche sollte jetzt mal schweigen. Wir sind im Krieg. Tja. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt gehe ich da raus. Ohne einen Pfeil abzukriegen. Na, das was wird. Ich muss wissen, warum sie plötzlich die ganzen Bogenschützen da oben postiert haben. Gebraucht bitte einmal euren Kopf. Denkt nach. Ja, mein König. Mein König. Ihr, was wollt ihr denn hier? Seid ihr gekommen, um Buße zu tun für diese gotteslästerlichen Schriften, die ihr eure Mönche schreiben lasst? Nein, Bischof Henry, ich... Also zweifelt ihr weiter die Autorität eurer Bischöfe an, unseres Papstes? Ist doch jetzt nicht Sache. Henry! Wie könnt ihr es wagen, euch hier zu zeigen? Henry! Ich sagte dir, dass ich nicht gestört werden will. Dieser Mensch gehört in eine Zelle geworfen. Vielleicht kommt er dann zur Einsicht. Was? Weil er nicht an deine Wunder glaubt. Ich gebe ja zu, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat, jemanden über glühend heiße Pflugscharen laufen zu lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Sicher. Stefan! Der Mönch hat aber natürlich recht. Wunder geschehen immer dann, wenn die Kirche sie am meisten braucht. Wer da an Wunder oder Zufall glaubt, hat an meiner Tafel nichts zu suchen. Ach. Wie ist euer Name, Mönch? Philipp von Gwyneth. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder euch einsperrt. Wenn euch jemand einsperren sollte, werde ich das sein. Mein König, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Dafür ist keine Zeit. Es sei denn, ihr habt eine Lösung für mein Problem. Die Bogenschützen auf der Burgmauer würden mich liebend gerne mit Pfeilen bedenken. Deshalb muss ich hinaus und mir selbst ein Bild der Lage dort draußen verschaffen. Wenn euch nichts dazu einfällt, verschwendet besser nicht meine Zeit. Und ich lasse euch doch einsperren. Stefan will sich das Schloss ansehen, ohne von Pfeilen getroffen zu werden. Okay. Da brauchen wir wohl ein Wunder. Okay, gibt es irgendwen, mit dem wir reden können? Der uns Tipps geben kann? Ausrüstung wird geflickt. Der Bischof von Lincoln betet für König Stefan Sieg. Ja, König Stefan benutzt die Kirche einfach, ja, als seine Schlachtzentrale. So. Jemand eine Idee? Heute sind zweimal so viele Bogenschützen da oben. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen? Ich stehe jetzt schon seit Wochen hier. Ranulfs Männer haben vermutlich bloß Langeweile. Sie wollen nichts Böses. Wie könnt ihr so sicher sein? Hör zu.
Das ist mein Freund da drüben. Ich habe ihn nie gesehen. Aber wir machen das jeden Tag. Deshalb bin ich mir sicher. Aha. Lincoln, Crank Castle und der bevorstehende Kampf. Okay. Was läuft hier ab? 1141. Was Philip in Lincoln über den Krieg erfahren hat. Nachdem Lincoln Castle von Mathildes Loyalisten, schweres Wort, besetzt wurde, ließ der König die Burg belagern. Kurz davor erreichte den König die Kunde, dass Mathildes Halbbruder gegen Lincoln vorstieß und auch wen dieser von einem großen walischen Heer unterstützt wurde. Zog auch Stefan nicht unvorbereitet in die Schlacht. Innerhalb von 2 Tagen könnte der Kampf den englischen Thron endlich vorbei sein. Wenn die Streitkräfte Mathildes und Stefans sich auf dem Schlachtfeld vor Lincoln begegnen. Aha. Es wird wohl Krieg geben, wie es ausschaut. Okay, was wollen wir jetzt tun? König Stefan mitgenommen. Okay, nun, jetzt stehen wir hier vorm Tor und wurden nicht erschossen. Wir sind ja auch noch ein kleiner Mensch. Okay, ja. Irgendwelche Dinge, die wir hier tun können. Mit ihm darüber reden vielleicht. Die Ratgeber des Königs glauben, es wäre gefährlich für ihn, hier im Sichtfeld der Bogenschützen zu stehen. Sie haben recht. Ach ja? Macht euch keine Sorgen. Sie werden ihre Pfeile nicht an Mönche und Bauern verschwenden. Aber der König wäre sicher ein verlockendes Ziel. Es würde den Krieg im Handumdrehen beenden. Ich würde auch nicht zögern, den Bastard von Gloucester zu erschießen. Schützen werden nicht auf Bauern schießen. Oder die, die so aussehen. Aha, wir verkleiden den König als Bauern. Das wäre noch doch eine Idee. Und das Männchen. Er sagt, die Bogenschützen würden ihre Pfeile nicht an Mönche und Bauern verschwenden. Vielleicht sind die Kleider des Königs das Problem. Ich bezweifle, dass der Wachtposten mir helfen kann. Marktlizenz. Okay, da haben wir noch eine Idee. Wie wär's denn damit? König Stefan. Wenn ihr euch wie ein armer Mann kleiden würdet, nicht wie ein König oder Soldat, werden die Bogenschützen vielleicht nicht schießen. Das ist höchst unangemessen, Philip von Gwyneth. Das stimmt. Aber er hat recht. Robert ist ein Bastard, aber seine Männer sind nicht ohne Ehre. Wer seid ihr noch gleich, Mönch? Warum seid ihr hier? Ich bin der Prior von Kingsbridge, Herr. Ah, natürlich, der Prior von Kingsbridge. Ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Was kann wichtig genug sein, um den König zu solch einer Zeit zu stören? Robert von Gloucester wird in 2 Tagen angreifen. Wollen wir sehen, ob er es ernst meint, Zieht eure Kutte aus, Prior von Kingsbridge. Nein! Das tue ich nicht! Haltet ihn! Kannst du auch was? Es war schließlich seine Idee. Oh je. Ranulfs Männer sind schon den ganzen Tag unruhig. Warum, frage ich mich. Es ist so eine simple Mauer. Und doch könnte sich Ranulf von Chester ist das nicht den Männern noch einen weiteren Monat könnte ihnen das nicht den Kopf kosten? Aber warum dann diese ganzen Bogenschützen?
Sie wären drinnen sicher. Sie brauchen nicht da oben zu stehen. Herr, ich habe alles getan, was ihr von mir wolltet. Jetzt hört mir bitte zu. Ich höre, Mönch. Lasst mich raten. Ihr seid hier wegen eures illegalen Marktes. Was? Die Einnahmen wurden nur für die Kathedrale verwendet. Ich wusste nicht, dass wir eine Genehmigung brauchten. Der Markt wurde auf Kirchengrund abgehalten. Die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Dies ist nicht das Heilige Römische Reich. Nein, natürlich nicht. Euer Markt ist illegal. Ich habe William in seiner Entscheidung unterstützt, euch zu bestrafen. Denn der Markt zahlte ja nicht nur für die Kathedrale. Er zahlte auch für die Kinder des Verräters Bartholomäus. Ich fühle mich für Sie verantwortlich. Deshalb habe ich Sie nach Kingsbridge eingeladen. Oh, und warum das? Wegen eurer Treue zu Bartholomäus? Nein! Ich war es, der damals seine Verschwörung gegen euch aufgedeckt hat. Ich bin verantwortlich für den Tod ihres Vaters. William Hamley und Bischof Walleran sagten, ihr werdet gerissen. Jetzt weiß ich, warum. Herr, ihr dürft ihnen nicht trauen. Hört gut zu. Ihr werdet keine Marktgenehmigung erhalten. Und Bartholomäus Kinder werden hängen, wenn sie gegen meinen Grafen von Charing vorgehen. Habt ihr verstanden? Große Güte. Ich verstehe.